Das, was er hier geschaffen hat und das, was er hier macht, das weiß er, das ist ein Teil von ihm. Und ohne ihn wird es das auf dem Niveau niemals geben. Und er identifiziert sich halt zu 100% mit seiner Aufgabe. Es ist einfach immer klar, dass man gemeinsam an einem Strang ziehen, dass man zusammengehört. Der Frank ist hier eingestiegen als Spieler in der Verbandsliga und als Trainer in der Oberliga. Also das gibt es ja gar nicht nochmal so eine Geschichte. Das ist wirklich einmalig, wenn man so lange bei einem Verein arbeitet, vor allem als Trainer. Das ist nicht üblich. Aber das ist auch das Besondere und das ist auch das Erfolgsrezept. Deswegen kann ich nur sagen, dass Frank Schmidt als Trainer und als Mensch immer positiv in Erinnerung bleibt. Wenn man 15 Jahre Trainer ist, dann muss man den Job lieben. Und das spürt man einfach jeden Tag. Also diese Liebe zum Fußball, zum Trainerjob, aber auch zum Verein. 15 Jahre, das ist ja eine Dimension, die kann man sich als Fußballer, oder die gibt es in der Fußballbranche eigentlich gar nicht. Und das ist schon aller Ehren wert, dass er das so durchziehen konnte, dass der Verein das so durchgezogen hat. Und ja, da kann man einfach nur den Hut vorziehen, weil das eine Leistung ist, die man nicht genug wertschätzen kann. Da hätte, glaube ich, niemand dran gedacht, dass es dann am Ende zumindest mal 15 Jahre sind. Es geht einem viel durch den Kopf, vor allem was wir zusammen erreicht haben. Einer allein in einem Mannschaftssportart ist gar nichts wert. Und wenn du nicht die Unterstützung hast und deinen Mitstreitern, die doch jeden Tag Energie und Qualität entgegenbringen, dann hast du keinen Erfolg. Und deswegen bin ich in dem Moment einfach nur glücklich für das, was ich erleben durfte. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, die mich unterstützt haben in der ganzen Zeit und hoffe auf weitere erfolgreiche Jahre, weil es ist noch nicht vorbei.